Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Ein Schlagloch in seiner Nachbarschaft nervte Arnold Schwarzenegger so sehr, dass er die Straße selbst flickte. Doch die Stadt Los Angeles scheint davon nicht begeistert. Von der Aktion des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien. Warum? Das sehen Sie jetzt. Selbst ist der Mann, dachte sich Terminator Arnold Schwarzenegger. Der Bösewicht diesmal ein Schlagloch. Bewaffnet mit Schaufel und etwas Kaltasphalt schreitet der Terminator zur Tat. Eine Nachbarin fährt zufällig vorbei, bedankt sich bei dem 75-Jährigen für sein Engagement. Du musst es selbst machen, das ist verrückt. Seit 3 Wochen warte ich drauf, dass dieses Loch geschlossen wird, entgegnet Schwarzenegger. Kurze Zeit später teilt Schwarzenegger seine Heldenaktion im Internet und schreibt dazu: Nachdem sich die ganze Nachbarschaft über dieses riesige Schlagloch aufgeregt hat, das seit Wochen Autos und Fahrräder behindert, bin ich heute mit meinem Team losgezogen und habe es repariert. Ich sage immer, lasst uns nicht jammern, lasst uns etwas dagegen tun. Auf geht's. Der Terminator hat mal wieder die Welt, oder besser gesagt seine Nachbarschaft in L.A. gerettet, könnte man meinen. Doch ganz so leicht ist es nicht. Anstatt ein Problem zu lösen, hat der Actionstar ein neues geschaffen. Denn Schwarzenegger war wohl doch etwas voreilig. Die Stadt Los Angeles stellt richtig, diese Stelle ist kein Schlagloch. Es handelt sich um einen Versorgungsgraben der Firma Socal Gas. Die laufenden und genehmigten Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen sein, zitiert der US-Sender NBC. Anstatt einen Schaden zu beheben, schüttet der Straßenterminator eine Baustelle zu. Für seine Nachbarn bleibt er trotzdem ein Superheld. Schließlich ist die Straße wieder frei und Socal Gas hat angekündigt, das Problem schnellstmöglich ordnungsgemäß zu beheben. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.